Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal wieder einen Tag für euch und ich hatte euch letztens gefragt, was ihr gerne für Videos denn mal sehen wolltet und ihr habt immer wieder geschrieben, Tags. Ich persönlich bin jetzt nicht so ein großer Freund von Tags, gerade wenn es um das Thema Bücher geht, weil ich immer wieder die gleichen Bücher an die Kamera halte, weil mein Lieblingsbuch ist mein Lieblingsbuch, mein Lieblingsautor ist mein Lieblingsautor, da ändert sich ja nichts dran, auch wenn sich die Fragen vom Tag irgendwie so ein bisschen variieren, deswegen bin ich von Tags nicht immer so ein Freund, weil ich halt gefühlt immer die gleichen Bücher in die Kamera halte. Ach ja, und vorweg, sorry für den Background. Milo hatte Hunger und ich habe ihn jetzt erstmal gefüttert, damit der arme Kerl nicht noch länger auf sein Essen warten muss. Deswegen haben wir jetzt die ersten 2 Minuten ein bisschen Schnurpsi-Background, weil mein Hund einfach Hunger hatte und er hat da Vorrang. Aber ich muss jetzt anfangen zu drehen, weil ich dann nicht mehr so viel Zeit habe heute. Deswegen, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen heute den Get-to-Know-Me-Tag. Diesen Tag habe ich vor 3, 3,5 Jahren ungefähr schon mal gemacht. Und ich habe mir gedacht, wir sind in diesen 3, 3,5 Jahren doch einige Leute mehr geworden. Und ein paar Fragen haben sich bei mir in der Zeit auch geändert. Geschmäcker variieren ja, Lieblingsserien wechseln, Lieblingsfilme wechseln vielleicht und Lieblingsessen. Und beim Get-to-Know-Me-Tag geht es ja im Endeffekt nur darum, dass ihr mich vielleicht ein bisschen besser dadurch kennenlernt und ein bisschen mehr über mich und meine Person erfahrt. Und ich habe es jetzt so gemacht, dass ich den Get-to-Know-Me-Tag von damals, von vor 3,5 Jahren genommen habe, die Fragen nochmal alle durchgegangen bin. Ich habe 1, 2 Fragen weggestrichen, dafür Fragen aus dem Booktuber Behind Tag, 1, 2 Stück, wo ich dachte, die könnten euch vielleicht interessieren, die habe ich da dann noch mit reingemacht, weil ich finde, dass die beiden Tags sich schon irgendwie sehr, sehr ähneln und ja, deswegen habe ich jetzt gedacht, ich mache den Get-to-Know-Me-Tag und wurschtel den Booktuber Behind Tag da irgendwie noch mit unter, dass ihr die Fragen auch noch ein bisschen beantwortet habt und ja, ich habe überlegt, noch ein Q&A zu machen, falls ich Fragen ansammeln dazu. Also falls ihr in diesem Video Fragen habt, die euch nicht beantwortet werden, dann schreibt sie gerne unten in die Kommentare, dann kann ich gerne nochmal irgendwann ein Q&A machen und euch da dann eure Fragen noch beantworten. So, das war jetzt schon ziemlich viel vorweg erzählt. Ich würde sagen, wir starten mit dem Tag. Und die erste Frage ist, wie ist dein richtiger Name? Und ja, mein richtiger Name ist immer noch Susanne mit 2 N ohne E am Ende und ja, ich werde auch ganz normal deutsch ausgesprochen, Susanne, nicht Susan oder Susanne oder Susanna oder Susanne oder ihr glaubt nicht, was für Konstellationen an Namen ich mir schon anhören durfte. Sehr gern und immer wieder beliebt ist Susanne, wo ich mir dann immer denke, nein, ich heiße nicht Susanne, ich heiße Susanne mit NN ohne E. Ja, also Susanne ist mein richtiger Name, so nennt mich eigentlich aber niemand, außer meine Mutti, wenn sie stocksauer auf mich ist. Das war als Kind schon so. Und das bringt uns auch gleich zur zweiten Frage, die ist, hast du einen Spitznamen? Und ja, bei Susanne, der beliebteste Spitzname ist Susi und das ist auch meiner. Und ja, so nennen mich alle meine Kollegen, meine Freunde, meine Familie. Bei denen bin ich alle Susi, ihr nennt mich Susi, also von daher, ja, ist das für mich okay. Also das ist mein Spitzname, außer meine Oma. Meine Oma nennt mich Susel. Das ist die einzige, die mich nicht Susi nennt, die mich Susel nennt oder Suselchen. Und das finde ich so lieb und so süß. Das darf auch nur meine Oma zu mir sagen. Also ja, finde ich voll süß, dass meine Oma mich dann immer so nennt. Das ist so, ich weiß nicht, das ist immer noch so alt. Wisst ihr, was ich meine? Also so frühere Generation und da war das halt alles noch so ein bisschen anders. Und ach, ich finde das immer so schön. Ich bin ja auch sehr, sehr dankbar und froh, dass ich meine Großeltern noch habe. Und ja, also meine Oma nennt mich Suselchen oder Susel. Ansonsten alle anderen nennen mich Susi. Dritte Frage ist, wann hast du Geburtstag? Und einige von euch wissen es sicherlich schon, ich bin ein Weihnachtskind. Ich habe am 26. Dezember Geburtstag, also am 2. Weihnachtsfeiertag, was einerseits Vor-, andererseits auch immer Nachteile mit sich gebracht hat als Kind. Vorteil, ich hatte immer frei, ich musste nie in die Schule. Nachteil, 2 Tage nach Weihnachten, was soll ich dazu noch sagen? Als Kind ist das ziemlich bescheiden. Aber ich habe es überlebt und ja, ich bin ein Winterkind, ich bin ein Weihnachtskind und ja, habe am 26. Dezember Geburtstag. Die nächste Frage ist, wie alt bist du? Und wir hatten ja in den letzten Wochen immer mal wieder hier gescherzt, ich bin 29. Ich werde im Herzen 29 auch immer bleiben, aber ich glaube, einige von euch haben das nicht richtig mitbekommen. Also ich bin nicht 29, ich bin schon 34, ich werde dieses Jahr noch 35 und ja, das ist mein Alter. Ich merke so langsam auch an den Falten, dass ich mein Alter nicht mehr verstecken kann. Ich glaube trotzdem, ich habe mich noch relativ gut gehalten. Man sieht mir mein Alter nicht an. Ich werde eigentlich auch immer jünger geschätzt. Weswegen ich mit den 29, glaube ich, auch noch ganz gut durchkomme. Mal gucken, wie lange noch. Aber ja, also im Herzen bin ich 29 und werde es auch immer bleiben. Aber
Ich bin 34 und werde dann im Dezember 35. Die fünfte Frage ist, was ist dein Sternzeichen? Und ja, ich bin im Dezember geboren. Mein Sternzeichen ist Steinbock. Und ich würde mich auch als typischen Steinbock bezeichnen. Ich bin stur, ich bin dickköpfig, ich will immer mit dem Kopf durch die Wand. Und ja, tue da auch manchmal ohne Rücksicht auf Verluste meinen Willen durchsetzen. Wer Overcooked geguckt hat, was ich mit der Tina spiele, hat das vielleicht auch gemerkt. Tina musste da ganz schön manchmal von mir einiges so abfangen. Ich habe die manchmal ganz schön, das weiß ich auch, das tut mir auch immer so leid, vor allen Dingen im Nachgang. Also ich merke das in dem Moment, wo ich manchmal auch so ein bisschen rabiater bin und auch so ein bisschen energischer und so, dann merke ich das in dem Moment nicht. Aber ich merke das dann halt hinterher und denke mir so, ach du Scheiße, was hast du denn da jetzt wieder gemacht? Also Tina, an dieser Stelle nochmal großes, fettes Sorry. Es tut mir leid. Also ja, ich bin halt ein typischer Steinbock. Ich glaube, mein Männlein kann da auch ein Lied von singen. Mein Mann ist übrigens Schütze. Und Steinbock und Schütze, das knallt eigentlich immer. Obwohl ich sagen muss, so in den Jahren haben wir das auch gelernt, dass wir halt nicht immer aneinander rasseln, sondern halt auch eine friedliche Lösung finden. Aber als wir noch jünger waren, da hat es ganz schön oft geknallt bei uns, weil jeder versucht hat, seinen Kopf in irgendeiner Art und Weise durchzusetzen. Aber so ist das halt. Man wird älter, man wird klüger, man wird ruhiger. Es ist eigentlich doch ganz schön, älter zu werden. So, genug davon. Die nächste Frage ist, was bist du von Beruf? So, also richtig von Beruf gelernt bin ich Fotolaborantin und Kauffrau im Einzelhandel. Also ich habe nach meinem Realschulabschluss, ich habe kein Abi, ich habe Realschule gemacht. Danach habe ich gleich eine Lehre angefangen zur Fotolaborantin und habe dann aber damals schon festgestellt, dass dieser Beruf ja keine Zukunft hat. Das war 2002 bis 2004 und ich wollte dann auch in diesem Beruf nicht mehr arbeiten. Das hat mir alles dann während der Lehre auch keinen Spaß mehr so gemacht und ja, habe dann gedacht, was mache ich denn jetzt? Ich hatte nun diesen abgeschlossenen Lehrberuf, hatte keinen Bock drin zu arbeiten und habe dann gedacht, okay, noch bist du jung, mach eine zweite Lehre. Also habe ich dann noch eine zweite Lehre gemacht und zwar Kauffrau im Einzelhandel, weil ich dachte, mit dem Abschluss kann ich eigentlich überall arbeiten, da finde ich überall einen Job und ja, das hat sich auch bewahrheitet. Ich bin dann nach meiner Ausbildung direkt zu einem Mobilfunkanbieter und habe dann dort 7,5 Jahre in der Reklamationsbearbeitung gearbeitet, im Backoffice-Bereich und ja, habe dann irgendwann gemerkt, so ich habe da keinen Bock mehr drauf, das macht mir keinen Spaß mehr. Ich war auch total unterfordert, muss ich ehrlich sagen. Das war alles so, ja, Kundenanfragen, ja, mein Gott, hast du mit Links bearbeitet, wusstest ja, was du machen sollst. Und es hat mich halt auch nicht mehr irgendwie gefordert und es war halt einfach langweilig. Und dann habe ich mich intern bei uns auf eine Stelle beworben. Ja, und jetzt bin ich dann halt in der Personalplanung und mache Dienstpläne und verwalte so ein bisschen den ganzen Kram mit meinen Kollegen zusammen. Und ja, ich muss sagen, das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Siebtens, was hast du für Hobbys? Ein Hobby steht ja hier vor mir quasi, also meine Kamera. Also ein Hobby ist für mich YouTube. Und vor 3 Jahren oder 3,5 Jahren, wo ich diesen Tag gemacht habe, habe ich noch gesagt, dass YouTube für mich eigentlich ein ganz, ganz großer Teil ist. Und das mit dem Lesen zusammen, dass er eigentlich meine komplette Freizeit einnimmt. Und das war damals auch so und das war damals auch schön so. Und ich habe ja aber mit den Jahren, gerade im letzten Jahr, habe ich ja diesen Prozess quasi durchgemacht, wo ich gemerkt habe, dass YouTube mir nicht mehr so viel Spaß macht. Ich weiß nicht warum, ich weiß bis heute nicht, was diesen Anstoß gegeben hat, dass ich gesagt habe, ich habe nicht mehr so Bock darauf, 3 Videos die Woche zu machen und mein ganzes Wochenende vorm Computer zu sitzen, Videos zu schneiden. Das hat mir immer riesen Spaß gemacht und letztes Jahr irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich gesagt habe, nee, ich will nicht mehr. Und dann habe ich erst die Videos reduziert, dann hatte ich eine Leseflaute und dann war irgendwie alles doof, dann hatte ich ja die Pause gemacht letztes Jahr und ich muss ehrlich sagen, ich bin seitdem nie wieder so richtig reingekommen. Also ich drehe gerne Videos, es macht mir immer noch Spaß mit euch zu reden und es ist aber nicht mehr so wie früher. Früher bin ich da voller Elan rangegangen und voller Eifer, aber jetzt 5 Jahre später, ich habe hier irgendwo ein Haar hängen, verdammte Kacke, das krabbelt mich die ganze Zeit hier. Sorry. Aber jetzt, 5 Jahre später, ist bei mir, glaube ich, einfach die Luft raus. Und es geht ja nicht nur mir so. Es sind in den letzten 1-2 Jahren ganz, ganz viele Booktuber, die aufgehört haben oder die auch lange Pausen eingelegt haben, die jetzt so langsam wiederkommen. Und ich kann es verstehen, weil irgendwann ist einfach die Luft raus. Irgendwann hat man halt auch das Gefühl, man hat auch einfach alles gesagt. Ich meine, ich habe auch das Gefühl, ich rede über jedes Buch das Gleiche. Also ich kann ja immer nur sagen, hat mir gefallen, hat mir nicht gefallen, was hat mir gefallen, was hat mir nicht gefallen. Und man erzählt, gefühlt irgendwie immer das Gleiche, auch wenn die Geschichten natürlich immer andere sind. Aber es ist trotzdem irgendwann einfach so, dass du sagst so,
Und das ist halt für mich auch so ein Grund, warum ich sowas nie hauptberuflich machen könnte. Weil ich, wenn ich dann noch diesen Druck habe, dass das jetzt mein Job ist, dass mein Geld und alles davon abhängt, da hätte ich noch weniger Bock, das zu machen. Deswegen habe ich immer gesagt, das ist ein Hobby und das wird auch ein Hobby bleiben. Ich will damit nirgendwo hin. Und ja, das geht gar nicht. Aber wie gesagt, YouTube ist immer noch ein Hobby von mir, wenn es auch nicht mehr so die oberste Priorität hat wie damals. Lesen ist natürlich immer noch ein ganz, ganz großes Hobby. Wobei ich sagen muss, ich bin immer noch in so einem Leseloch jetzt nicht richtig. Also ich lese, aber ich bin auch froh, wenn ich dann fertig bin mit Lesen. Also ich lese ja in letzter Zeit sehr, sehr viele Bücher mit anderen zusammen. Und wenn ich dann so den täglichen Abschnitt gelesen habe, dann denke ich mir so, ja, eigentlich reicht's. Und früher habe ich mich hingesetzt, habe sofort das nächste Buch genommen und habe das gelesen und verschlungen. Und ja, ist jetzt irgendwie nicht mehr so, weil ich jetzt halt auch noch andere Hobbys habe. Ich habe natürlich immer noch Milo. Milo ist immer noch ein ganz, ganz großer Teil meiner Freizeit, den er einnimmt. Denn er will spielen, er will beschäftigt werden, er will mal kuscheln und gestreichelt werden. Er braucht halt Aufmerksamkeit und ja, da nimmt er natürlich einen großen Teil noch ein. Und dann ist natürlich inzwischen, ihr wisst, ihr seht es ja an den Videos, das Zocken wieder ein ganz großer Teil in meinem Leben. Das habe ich die ganzen letzten Jahre nicht gemacht. Das habe ich ja dann Anfang letzten Jahres so wieder angefangen und habe dann halt gemerkt, dass mir das wieder unglaublich viel Spaß macht, dass es viele Spiele gibt, die ich inzwischen sehr, sehr gerne spiele. Und deswegen gibt es in der Woche auch inzwischen 2 Videos zum Thema Spiele, weil ich einfach sagen muss, diese Videos, ne, wenn ich aufnehme beim Zocken, ich habe das viel schneller geschnitten, ich habe das viel schneller exportiert. Ich habe da nicht so eine Arbeit, die ich da reinstecken muss, wie in ein Video, wo ich hier stehe und mit euch rede. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, ihr versteht das. Und ich glaube, der ein oder andere von euch freut sich inzwischen auch auf die Gaming-Videos. Auch wenn die natürlich immer noch nicht die oberste Priorität sind. Aber ich habe mir halt gedacht, wenn ich schon zocke, kann ich es auch aufnehmen und das mit euch teilen und euch daran teilhaben lassen. Und wenn es euch nicht interessiert, guckt es euch einfach nicht an und Thema erledigt. Aber ich weiß, dass ich schon definitiv 5, 6 Leute mit DBD anstecken konnte und das freut mich ungemein. Und ja, das ist halt natürlich auch noch ein ganz, ganz großes Hobby von mir. Und dann habe ich natürlich noch einen Mann und eine Familie und Freunde und ein soziales Leben. Auch wenn das dieses Jahr eigentlich eher, naja, soziales Leben dieses Jahr ist eigentlich eher ein bisschen schwierig wegen Corona und so. Aber das habe ich ja eigentlich auch noch. Und damit ist meine Freizeit auch komplett erschöpft. Also der Tag hat nur 24 Stunden und ich muss halt wirklich an manchen Tagen schon gucken, wie priorisiere ich was? Was mache ich wann, wie, wo zuerst? Und ja, ich kann nie sagen, dass mir langweilig ist. Also sowas ist mir in den letzten 2, 3 Jahren eigentlich nie untergekommen, dass ich sage, boah, mir ist langweilig. Und das ist eigentlich auch ganz gut so. Ja, das sind meine Hobbys. YouTube, Lesen, Zocken. Stream, freitags streame ich ja immer auf Twitch. Das macht mir auch unglaublich viel Spaß. Ich hätte gerne noch einen zweiten Streaming-Tag in der Woche, aber mit der Arbeit, das, wenn ich nächsten Tag wieder raus muss, das funktioniert nicht und ich kann nicht nachmittags streamen, weil das Milo-Zeit ist und der versteht das dann nicht, wenn ich dann sage, nur, ich habe jetzt keine Zeit für dich. Sorry. Deswegen, ja, bleibt mir dann nur der Freitag. So. Das war jetzt ganz schön viel erzählt zum Thema Hobbys. 8. Frage. Hast du Piercings und Tattoos? Ja, also ihr kennt ja das Tattoo, ihr kennt die beiden auf jeden Fall, also die Feder habt ihr auf jeden Fall gesehen, den Wally kennt ihr eigentlich auch. Dann habe ich hinten auf dem Rücken noch eine Lilie, die habe ich mir schon vor Ewigkeiten stechen lassen, das war mein allererstes hinten zwischen den Schulterblättern. Und ja, Piercings, ich habe immer noch mein Bauchnabel-Piercing aus Teenie-Zeiten. Ich weigere mich, das rauszunehmen, ich weiß nicht warum, es stört mich halt nicht, es ist halt da. Und ja, das war's. 1, 2, 3, 4 Tattoos und ein Piercing habe ich. 9. Was ist dein Lieblingsfilm? Mein Lieblingsfilm hat sich auch in den letzten 3,5 Jahren nicht geändert. Es ist immer noch Stolz und Vorurteil in der Filmversion mit Keira Knightley und Matthew McFadden. Oh Gott, was für ein Name. Ja, das ist immer noch mein absoluter Lieblingsfilm. Also wenn es mir schlecht geht oder ich einfach mies drauf bin oder ich einfach das Gefühl habe, ich brauche jetzt was Gutes, dann dieser Film. Immer. Ich liebe Stolz und Vorurteil. Und ja, wird wahrscheinlich auch immer mein Lieblingsfilm bleiben. Ich muss sagen, die BBC-Version mit Colin Firth und ich vergesse immer, wie die Schauspielerin heißt, die dort die Elizabeth spielt. Auf jeden Fall, die finde ich auch ganz cool, aber meine Lieblingsversion ist und bleibt die mit Keira Knightley und Matthew McFadden. Ah, so ein schöner Film. Wenn ihr ihn nicht kennt, schaut ihn euch auf jeden Fall an. Die nächste Frage ist, was ist deine Lieblingsserie? Und hier war meine Antwort vor 3,5 Jahren noch The Walking Dead. Und da muss ich inzwischen sagen, The Walking Dead ist nicht mehr meine Lieblingsserie, weil ich bin da irgendwie raus. Ich habe da bei der 8. Staffel, die habe ich angefangen zu gucken und dann wurde das irgendwie immer komischer und dann ist da irgendwie 5 Folgen nichts passiert und dann
war wieder so ein Break und dann musste man auf die nächsten Folgen ewig warten und dann habe ich nicht weitergeguckt und seitdem bin ich da einfach raus. Und ja, ich würde sagen, meine aktuelle Lieblingsserie ist Stranger Things. Also auf die freue ich mich. Also ich habe die dritte Staffel, wo die letztes Jahr rauskam, an 2 Tagen durchgeguckt. Ich habe das den ganzen Tag geguckt, da ging nichts anderes, weil ich das einfach so toll finde und so spannend finde. Und ja, also ich würde sagen, meine aktuelle Lieblingsserie ist Stranger Things. Wobei ich sagen muss, dass ich The Witcher auch wirklich sehr, sehr gut fand, die Serie. Und ich habe letztens auf Amazon Prime Upload geguckt. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie schon gesehen habt. Die ist total drüber und total doof eigentlich, die Serie. Aber die Story ist richtig gut. Und ja, ich fand die auch sehr, sehr unterhaltsam. Kann ich euch auch empfehlen. Schaut auf jeden Fall mal rein. Aber ja, Stranger Things, meine aktuelle Lieblingsserie. Die 11. Frage ist, was ist dein Lieblingsbuch? Ich habe keins. Ich könnte mich niemals auf ein Buch festlegen. Ich habe kein Lieblingsbuch und wer mich schon länger verfolgt, der weiß das. Also es gibt so viele Bücher und so viele Reihen, die ich einfach unglaublich gut finde, dass ich mich nie festlegen könnte. Also wenn man mich jetzt fragen würde, was meine Lieblingsbücher sind, ich hack jetzt einfach mal die kompletten rein. Ich würde auf jeden Fall sagen, Das Reich der 7 Höfe, dann Obsidian von Jennifer L. Armentrout, Dark Elements von Jennifer L. Armentrout, lasst mich nochmal ganz kurz gucken. Das Lied der Krähen natürlich noch von Leigh Whannell. Also das sind so meine Highlight-Serien, wo ich sage, mega. Und die Luna-Chroniken von Marissa Meyer. Und ich fand ja auch Constellation von Claudia Gray ganz, ganz toll, wo der dritte Teil ja jetzt nicht mehr rauskommt, wo ich immer noch todestraurig drüber bin. Aber das war auch so richtig gut. Ich könnte jetzt auch weitermachen mit der Mara Wulff-Reihe, mit, ist das Götterfunke? Hier, Liebe mich nicht und hasse mich nicht. Ich könnte weitermachen mit Iskari oder Die Legende der 4 Königreiche. Oder um mal von diesen ganzen Jugendbüchern wegzukommen, die Gestaltenwandler-Reihe. Oder die Redwood-Bücher, die finde ich auch ganz, ganz toll von Kelly Moran. Oder die True North-Reihe, die liebe ich ja auch über alles. Also es gibt so viele gute Reihen und Bücher. Die Nachtsonne von Laura Newman auf jeden Fall auch. Oder hier Cat und Cole, auch mega gut. Also ich könnte mich da niemals festlegen. Das geht einfach nicht. Also wer das Glück hat zu sagen, ich habe ein Lieblingsbuch, eine Lieblingsreihe, der hat Glück. Aber ich könnte mich da einfach nicht festlegen, weil es einfach zu viele gute Reihen und Bücher gibt. Das wird sich wahrscheinlich auch niemals ändern. Die nächste Frage lautet, was ist deine Lieblingsfarbe? Und hier ist die Antwort auch noch wie vor 3,5 Jahren, blau und rot. Ich finde die 2 Farben einfach ganz, ganz toll. Ich mag aber auch so ein schönes Mintgrün oder sowas. Also es ist da auch sehr, sehr schwierig, sich festzulegen. Aber ich mag alles so in blau und Rottönen einfach sehr, sehr gerne. Auch wenn ich hauptsächlich schwarz und grau anziehe, ist mir letztens aufgefallen. Im Moment trage ich eigentlich fast nur noch schwarz und irgendwelche Grautöne. Aber es ist halt so. Ich bin halt nicht so, was Klamotten betrifft, das Farbenkind. Das werde ich auch nicht mehr. Frage Nummer 13. Welches ist dein Lieblingslied? Und auch hier muss ich sagen, ich könnte mich niemals festlegen. Es gibt unglaublich viele Lieder, die ich unglaublich gut finde. Ich muss sagen, wenn ich so drüber nachdenke, was für Lieder ich besonders mag, fallen mir nur so deprimierende Lieder ein. So todestraurige Lieder wie My Immortal von Evanescence oder Helium von Sia oder Cut von Plump. Also das ist sehr, sehr strange. Also mein Musikgeschmack ist nicht sehr speziell. Ich bin da so ein Mainstream-Hörer. Ich höre aber auch nicht so viel Musik. Also ich lasse es manchmal so vor mich hindudeln oder wenn ich am PC irgendwas rumfrickle, dass ich da Musik höre. Aber ich habe jetzt nicht speziell eine Musikrichtung, die ich gerne mag oder so. Also ich bin da wirklich so der Mainstream-Hörer. Und ja, ich habe da jetzt nicht das Lieblingslieder. Wie gesagt, diese 3, die mir sofort eingefallen sind, waren die 3, die ich euch genannt habe. Das sind alles ja so todestraurige, deprimierende Lieder eigentlich. So Herzschmerzlieder. Aber es ist halt so. Das sind die 3, die mir sofort eingefallen sind. Ja. So ist das. Ich habe keinen speziellen Musikgeschmack. Bin da Mainstream. So, welches ist dein Lieblingsessen? Ja, Lieblingsessen. Was esse ich denn besonders gerne? Also ich esse immer noch sehr, sehr gerne Spaghetti Carbonara. Das war damals mein Lieblingsessen, was ich gesagt hatte. Und das würde ich jetzt auch wieder so definieren. Ich liebe Spaghetti Carbonara. Ich esse aber auch unglaublich gerne eine richtig gute Pizza. Also ich bin auch so ein Pizza-Kid, ne? Also so Pizza, Pasta, da bin ich voll dabei. In jeglicher Art und Weise, Variation und Form. Also ja, ich sage einfach mal Pizza, Pasta, alles was es da so gibt, das mag ich sehr, sehr gern. Die nächste Frage ist, welcher ist dein Lieblingsautor, / Autorin? Also wer mich jetzt schon eine Weile verfolgt,
weiß, dass es hier nur eine Antwort geben kann und die lautet Jennifer L. Armentrout. Diese Frau ist meine Queen und das wird sie auch für immer bleiben, denn sie trifft 100.000% meinen Geschmack, was den Sarkasmus betrifft, was die Charaktere betrifft, was dieses Überdramatisieren betrifft, dieses Kitschige, dieses Stereotypische. Ich stehe auf so einen Scheiß, ne? Wenn das richtig gut verpackt ist mit richtig viel Action und Spannung und Witz, dann bin ich voll dabei. Und so ist es für mich bei Jennifer L. Armentrout. Ich liebe ihre Bücher einfach total. Und ja, ich habe jedes Buch von ihr, was es in Deutsch gibt, habe sie alle gelesen. Und ich freue mich jetzt auch schon sehr auf den dritten Teil von Revenge. Ich freue mich im Januar auf den fünften Teil von Dark Elements. Ah, es wird so gut. Ich freue mich da so unglaublich drauf. Und wir müssen noch so lange warten. Aber ich will Englisch lesen, ihr wisst, ich kriege es nicht hin. Deswegen muss ich warten. Aber es ist halt so, ja, Jennifer L. Armentrout ist meine Queen und es wird sie für immer bleiben. Aber es kommt ja im Oktober noch, Cursed kommt noch raus von ihr. Das muss ich mir auch mal irgendwie versuchen zu merken, dass das noch kommt. Das vergesse ich sonst wieder. Die 16. Frage ist, wo kaufst du deine Bücher? Und da hatte ich ja auch vor kurzem erst drüber gesprochen. Also im Normalfall gehe ich, wenn ich Mittagspause habe, öfters in die Buchhandlung, bestelle dort Bücher vor oder wenn mich dort eins anspricht oder da Mängelexemplare liegen, dann nehme ich die dort mit. Ich bestelle aber auch sehr, sehr viel im Internet. Ich bin so ein Internetbesteller, jetzt nicht nur, wenn es um Bücher geht, sondern eigentlich, wenn es um alles geht. Ich gucke immer aus dem Internet, ob ich da irgendwo was finde, bevor ich losrenne und es suche bei uns. Ja, also ich bin so ein richtiger, kompletter Internetbesteller. Ich habe immer viel auf Amazon bestellt, das große, böse A. Aber ich versuche jetzt, ein bisschen davon wegzugehen und habe jetzt in den letzten Malen immer bei unserer lokalen Buchhandlung hier bestellt, was echt ganz gut geklappt hat, was aber halt den Nachteil hat, ich habe zum Beispiel auf das eine Buch 4 Wochen gewartet. Das kam gestern an, naja nicht 3 Wochen waren es. Ich muss zurücknehmen, 3 Wochen. Ich habe das Buch Mitte Mai bestellt, es ist Anfang Mai erschienen, Mitte Mai habe ich es bestellt und ich habe es gestern bekommen. Also das ist halt dann so der Nachteil, wenn man es bei der lokalen Buchhandlung bestellt, weil die werden natürlich erst später beliefert wie alle anderen und dann müssen sie warten und ja, alles ein bisschen doof, aber ist halt so. Ja, aber im Prinzip eigentlich gucke ich, dass ich halt immer bei uns in die Buchhandlung gehe. Aber seit Corona und seitdem ich im Homeoffice bin, ist das ja ein bisschen schwierig. Ich komme ja auch nicht so irgendwie großartig hier weg. Und ich bin dann auch zu faul, deswegen extra in die Stadt zu fahren. Und ja, bestelle alles im Internet. Die 17. Frage ist, wie wichtig ist dir dein YouTube-Kanal? Und hier muss ich ehrlich sagen, dass die Antwort vor 3,5 Jahren noch gelautet hat, sehr wichtig. Inzwischen muss ich allerdings sagen, dass mir das nicht mehr ganz so wichtig ist mit YouTube. Denn, wie gesagt, ich hatte ja vorhin schon gesagt, die Luft ist irgendwie raus. Es macht mir schon noch Spaß, vor die Kamera zu treten und mit euch zu quatschen. Aber ich merke, dass mir so, wenn ich Videos drehe, so ein bisschen die Interaktion fehlt. Und das habe ich beim Stream zum Beispiel nicht. Beim Stream bin ich live, da seid ihr da, ihr schreibt, ich kann darauf reagieren und wir haben so eine richtige Interaktion miteinander. Das habe ich halt hier bei Videos nicht und das ist so ein bisschen, was ich so ein bisschen schade finde. Zumal ich immer so ein stinkfauler Mensch bin und dann immer keinen Bock habe, ewig die Kommentare zu beantworten. Also, es ist einfach so. Ich bin stinkend faul und deswegen kriegt ihr manchmal auch erst nach 1 Woche oder 2 Wochen gar eine Antwort. Manche Infos zu den Kommentaren kriege ich ja auch gar nicht erst. Das fällt mir dann irgendwann 100 Jahre später mal auf, dass da mal ein Kommentar steht. Dafür kann ich dann aber nichts. Aber ja, ich weiß nicht. Ich bin, was YouTube betrifft, im Moment nicht so motiviert, weil irgendwie für mich das Ganze mit dem Stream einfach, wie gesagt, viel interaktiver, viel cooler und viel näher halt auch mit euch ist. Und wir sind ja jetzt freitags schon eine lustige Truppe geworden. Also wir haben einige Leute, die freitags jetzt immer da sind und das ist sehr, sehr cool. Kati, Katrin, Trulla, Sina, Kati. Gott, wen habe ich jetzt vergessen? Und alle anderen, die ich jetzt gerade vergessen habe, Franzi und Redwood und ihr Typ. Und es ist einfach sehr, sehr lustig, was freitags immer so los ist. Und das macht mir unglaublich viel Spaß. Und das macht mir momentan einfach viel, viel mehr Spaß als YouTube-Videos drehen. Und deswegen bin ich halt, was YouTube betrifft, im Moment nicht so motiviert. Weswegen ich sagen muss, dass mein YouTube-Kanal mir momentan nicht so wichtig ist. Ich habe ja immer gesagt, ich bin ehrlich zu euch und das bin ich auch jetzt. Und ja, ich möchte euch jetzt hier auch nicht
nichts vorheucheln und sagen, oh, YouTube ist so wichtig. Nee, also YouTube hat gerade nicht die oberste Priorität in meinem Leben und deswegen kommt halt auch nur ein Video die Woche noch. Es ist halt einfach so. Stream macht mir viel, viel mehr Spaß. Also wenn ihr freitags Langeweile habt, schaut gerne auf Twitch vorbei. Kommt zu uns in unsere illustre Gruppe. Wir haben eigentlich immer viel Spaß. So, so viel zu dem Thema. Reicht jetzt auch. Die nächste Frage ist, wie wichtig sind hier Aufrufe, Likes und Abos? Ich muss sagen, im Prinzip ist es für mich nur insoweit wichtig, dass ich für mich weiß, was interessiert euch. Also ich gucke schon in gewisser Art und Weise auf meine Aufrufzahlen, einfach nur, damit ich für mich weiß, was interessiert euch nicht. Ich weiß, dass dieser Tag nicht so viele Aufrufe haben wird wie ein Lesemonat. Ein Lesemonat ist bei mir einfach das Ding, was die meisten Aufrufe hat, was halt auch gefühlt fast alle Abonnenten gucken im Laufe der Zeit. Und wie gesagt, ich weiß, Tags sind nicht für jedermann was. Ich weiß, dass das nicht alle gucken. Ich weiß, dass die Gaming-Videos hier völlig deplatziert sind auf diesem Kanal. Und das wusste ich vorher, bevor ich die hier raufgepackt habe. Und es ist aber halt einfach so. Sie sind jetzt halt da. Ich weiß, dass ich damit keine Aufrufe regenerieren werde. Aber wenn da 100 Leute diese Videos gucken, wo wir ungefähr im Moment immer stehen, so pro Gaming-Video, bin ich damit sehr, sehr glücklich. Das heißt, dass ungefähr, gut, manche Leute gucken sich die Videos auf zwei- oder dreimal an, aber sagen wir mal, dass ungefähr 30 Leute von diesem Kanal hier doch an den Gaming-Videos interessiert sind. Und das freut mich einfach. Und das ist für mich auch schon die Motivation, da weiterzumachen in die Richtung. Aber wie gesagt, auch wenn ich weiß, dass die völlig deplatziert sind. Aber ansonsten, wie gesagt, interessiert mich das eigentlich nur insoweit, dass ich weiß, was gefällt euch, was spricht euch an, was brauche ich nicht nochmal machen. Und ja, aber ansonsten war ich schon immer so, dass mich das eigentlich für Sonstiges nicht interessiert hat. Ich glaube, jeder guckt drauf und jeder freut sich über ein Like und jeder freut sich natürlich auch über ein Abo. Also ich bin da auch sehr, sehr happy, dass wir inzwischen hier so groß geworden sind. Das ist unglaublich. Ich habe damals, wo ich angefangen habe, vor 5 Jahren, nie damit gerechnet, dass ich mal hier bei 4.800 Abos stehe. Ne? Also ich finde das, wow, ich komme da auch jetzt noch nicht so drauf klar. Aber selbst wenn wir nur 500 wären, würde ich mich genauso freuen. Und wenn diese Leute dann die Videos gucken und liken und kommentieren, bin ich auch so happy drüber. Und ja, ich gucke drauf, um halt für mich zu wissen, was interessiert euch nicht. Auf Likes und Dislikes gebe ich einen Scheiß. Deswegen habe ich die auch ausgeschaltet inzwischen. Also ihr könnt liken und disliken, aber es wird halt nicht angezeigt, weil ich finde, dass für einen Kanal nicht wichtig ist. Und ich finde, dass solche Likes und Dislikes auch Meinungen beeinflussen können. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf ein Video klicke, wo ich sehe, das haben übelst viele Leute disliked, das kann nur scheiße sein, dann gucke ich mir das vielleicht gar nicht erst an. Obwohl es vielleicht genau das Video ist, was ich gesucht habe und was ich brauche, aber weil es halt anderen nicht gefällt, sage ich von vornherein, nee. Deswegen finde ich das mit diesen Likes und Dislikes immer so ein bisschen schwierig, weil es ist sehr, sehr schnell, dass man mal diesen Daumen nach unten drückt. Und klar, man kann genauso schnell den Daumen nach oben drücken, aber ich finde, dass in der heutigen Gesellschaft, ja, ich will jetzt nicht damit anfangen, aber das ist einfach, es ist einfach unschön, diese Bewertung nach Likes und Dislikes. Und jeder guckt nur auf seine Followerzahlen und, oh, es ist, nee, also, schwieriges Thema, glaube ich. Aber ja, ich gucke drauf, um zu wissen, was interessiert euch nicht, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen. Wenn ich jetzt auf einmal gar keine Aufrufe mehr kriegen würde oder gar keine Likes mehr kriegen würde, nur noch Dislikes, dann würde ich mir wahrscheinlich auch denken, okay, ihr habt keinen Bock mehr auf mich, dann kann ich das jetzt hier auch lassen. Aber ja, ich gucke halt drauf und freue mich drüber, wenn ihr liked, kommentiert. Das ist für mich eigentlich eher das Wichtigere, dass ihr kommentiert und dass ihr aktiv seid. Ich habe das unter manchen Videos, dass ihr auch untereinander euch austauscht. Das finde ich immer noch am allerbesten. Wenn dann über ein Video von mir ihr eine Kommunikation zustande bekommt. Das finde ich auch immer sehr, sehr cool, weil das freut mich einfach. Weil ich dann sehe, dass ich euch vielleicht in irgendeiner Art und Weise mit dem Video doch irgendwie helfen konnte, weil ihr Kontakt mit anderen dadurch aufgenommen habt. Und wisst ihr, was ich meine? Das freut mich dann halt immer. Ja, aber ich wie gesagt, ich gucke drauf und freue mich und ja, gucke, was ich da für mich an Informationen draus ziehen kann. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, scheiße, das Video hat jetzt 20 Likes weniger als das letzte, woran liegt's? Also sowas ist mir Wayne, das interessiert mich nicht. Irgendwie war der Tag vor 3,5 Jahren nicht so lang. So, ich rede einfach irgendwie mehr. 2 Fragen haben wir noch. Die vorletzte Frage ist, organisierst du deinen YouTube-Kanal? Und die Frage ist ganz klar, nein.
Ich bin ein Chaosmensch. Ich bin froh, wenn ich meinen Haushalt hier auf die Reihe kriege und organisiert kriege. Aber ich strukturiere und organisiere meinen YouTube-Kanal jetzt nicht vor. Also ich gucke, was kommt. Ich gucke, was ich drehen könnte. Ich habe jetzt auch heute geguckt, okay, was hatten sich die Leute für Videos gewünscht? Was ist noch so auf meiner To-Do-Liste, was noch gedreht werden kann? Und ja, habe dann halt den Tag rausgesucht, habe die Fragen zusammengeschrieben und habe gedacht, okay, den drehst du jetzt. Ich will dann gucken, wenn ich es jetzt zeitig schaffe, dass ich noch den Lemon drehen kann vom Mai. Der fehlt nämlich auch noch, habe ich heute festgestellt. Und ja, aber ich organisiere den Kanal jetzt nicht durch. Also wenn mir jetzt halt mal ein Video ausfallen würde, wäre das jetzt halt auch so. Damit müsstet ihr dann auch leben. Also wie gesagt, YouTube ist ein Hobby und das wird es auch immer bleiben. Und ich bin ein Chaosmensch und ich gucke, dass ich so weit das für mich alles organisiert kriege, dass halt eine Regelmäßigkeit da ist, dass immer was kommt. Aber was, wie, wann, wo kommt, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Also ich kann heute nicht sagen, was in 3 Wochen für ein Video kommt. Keine Ahnung. Ich drehe heute den Tag, dann drehe ich den Tag. Dann kommt der wahrscheinlich am Sonntag. Ich drehe dann noch den Lemon, dann kommt der wahrscheinlich danach den Sonntag. Also ja, ich gucke einfach immer so, wie es passt und das wird schon. Also irgendwie so ist mein Motto. Das wird schon, das ist mein Motto. Das wird schon irgendwie. 20. und letzte Frage ist ein random Fact über dich. Ich hasse Bügeln. Ich bügele nicht. Ich habe ein Bügeleisen. Ich habe aber auch kein Bügelbrett mehr, glaube ich. Oder habe ich noch ein Bügelbrett? Ich weiß gar nicht, ob wir das mitgenommen haben. Ich hasse Bügeln. Ich habe nichts, was ich bügle. Wenn Sachen gebügelt werden müssen, dann werden die ausgeschüttelt und auf den Bügel gehangen und dann hängen die sich schon aus. Also ich hasse Bügeln. Also ich habe nicht mal das Hochzeitshemd von meinem Mann gebügelt. Da haben wir extra eins gekauft, was so waschen, anziehen ist, was du wirklich auf den Kleiderbügel hängst, was sich aushängt, faltenfrei. Hat auch super funktioniert. Also ja, ich hasse Bügeln und ich bügele auch nichts. Ich kenne Leute, die bügeln sogar ihre Schlüpper. Also dafür habe ich persönlich kein Verständnis. Da habe ich zu viel zu tun in meinem Leben, als dass ich meine Unterwäsche bügele. Aber jeder, wie er das möchte. Wie gesagt, ich hasse Bügeln. Und ja, das waren jetzt 20 Fragen zu mir und meiner Person. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir die gerne unten in die Kommentare. Wenn wir ein paar Fragen zusammenkriegen, können wir ein Q&A machen. Und ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss!